Oh. Angstzustände. Furcht im Dunkeln auf die Straße zu gehen. Gewalt an sich ist sicherlich ein gesellschaftliches Phänomen. Dann hören alle mal den Chat! Mein liebes Everdeen. Schlampe. Titten. Hab ich keine Mut an Worten! Du darfst dich nicht täuschen. Fehler sind Fehler und verlässlich ist auch besonders. Das Spiel ist bald zu Ende. Da hört sich wunderbar an. Die Ergebnisse sind sowieso nicht für mich zufriedenstellend. Geht schnell, ne? Aber das hat 340 Millionen Euro gekostet. Zum ersten Mal in unserem Leben stehen wir als 13. Distrikte Seite an Seite. Das ist ein populistische Scheiße. Dieses Gefühl, wann könnte wo was explodieren? Und das ist nun mal mit 7 Euro in der Südkurve nicht zu finanzieren. Beginnt morgen bei Tagesanbruch, wenn wir gemeinsam ins Kapitol marschieren. Diese alte, schöne Welt. Es geht nur gemeinsam. 15.000 Menschen bei der letzten Demonstration von Pegida. Da hört sich wunderbar an. Dann wird man gegen Bolton Wanderers 12.000 Zuschauer haben. Um uns aufzuhalten, errichtet Präsident Snow ein Minenfeld aus Fallen. Das muss ich mal ganz deutlich sagen. Das, finde ich, war gerade wirklich ein Bericht, der mal auch versucht, ein bisschen realistischer das Ganze auch darzustellen. Hat mir gut gefallen. Und hat mir halt mit einem gezielten Schlag dann auf den Kehlkopf geschlagen. Hab ich keine Mut an Worten! Das Ach, alles, was... Nein, Sie gehen mir auf den Sack, ey. Ich habe immer, yes, immer gemacht. Immer gemacht! Feuerzeuge und Papierschlangen geworfen. Mehr als 99% von ihnen geht es um Fußball und nicht um Gewalt. Fans, die von gestern leben. Die Fans wollen gehört werden. Es gibt noch, das nehme ich jetzt mit, einen Vermittlungsbedarf. Ladies and Gentlemen, willkommen zu den 76. Hungerspielen. Letzte Jahre Meister geworden mit Amann, ne Riege. 100% das Spiel, 0% Gewalt. Dann müsst ihr euch aber einen neuen Vorstand holen. Ich bin ein Profi über Physiologie, 13 Jahre, 21 Erfolg. Ein Trainer ist ein Idiot. Genau, also dann lassen Sie mich bitte ausreden. Er war Kampfsportler gewesen. Da hört sich wunderbar an. Was verstehst du über das Training? Ein Trainer sei, sehe, was passiert im Platz. Wir haben nur einen Versuch. Der Verein ist mehr oder weniger pleite. Ich kann kritisieren Sie. Es kann doch nicht sein, dass wir hier kritisiert werden, dafür, dass wir uns seit vielen Jahren den Arsch aufreißen. Much.
ganze Jahr über machen, damit wir euch für 7 Euro in die Südkurve gehen lassen können. Hat Papi 50 Euro bezahlt in die Kasse oder was? Das sind abendfüllende Vorträge, um das zu beantworten. Wenn es dann hart auf hart kommt, ziehen wir alle Schwanz ein. Wie eine Flasche leer! Nichts wird sich ändern, solange er am Leben ist. Das ist doch unglaublich! Und das ist populistisch. Das ist eine populistische Scheiße. Und du kleiner Blindvogel, darfst auch mitspielen? Polizei verhindert Massenschlägerei. Snow muss für das bezahlen, was er getan hat. Direkt ins Gesicht gespuckt. Du Arsch, du pfeifst hier nie wieder, du Vollidiot. Du Wichser, fettes Arschgesicht. Was machst du? Unser Leben hat niemals uns gehört. Du traust dich nachher nicht ins Sportheim, um dein Geld zu holen. Hurensohn. Ich red mit dir, merkst du das nicht oder was? Und da war dann erstmal Licht aus. Glauben Sie das? Hat Snow gehört, so wie unser Tod. Du pfeifst hier nie wieder, du Vollidiot. Meine Mutter bezeichneten sie als Schlampe, nannten meinen Vater einen Hurensohn und eine Missgeburt. Ich nur die Wörter, bla 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 bla. Es geht dir bla cha bla 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 in den Rücken. Tippen. Aber wenn du ihn tötest, Kenntnis. Jetzt kommen auch noch die Fans. Also ist um Leben und Tod. Was machst du? Vergessen ihnen, Profi. Verstehen Sie? Wenn du all dem ein Ende setzt. Ist immer verletzt. Populistische Geschichte. Ist klar, diese Wörter, ich möglichst verstehe, was ich halt gesagt. Dann. Ich weiß, ich kenne, ich sage auch die Namen. Die Frage ist, können wir das alles wirklich leisten? Und das ist eine der wichtigsten Fragen. Dann sind die vielen Tode. Die kommt aus dem Nichts. Crime. Destroy. Frau Merkel sagt, wir schaffen das. Muss nur laufen. Umsonst gewesen. Dieses Gefühl, wann könnte wo was explodieren? Und das ist nun mal mit 7 Euro in der Südkurve nicht zu finanzieren. Die Leute in den Logen, denen wir die Gelder aus der Tasche ziehen. Hey Schwarzer, darfst du auch mitspielen? Warum? Warum? Ich kenne warum. Sie no. Sie nein. Ich kenne warum. Heute Nacht. Und komm, lass mal gemeinsam irgendwo einmarschieren und irgendwas wegbomben. Autobomben, gezielte Mordanschläge, Selbstmordattentate. Frau Merkel sagt, wir schaffen das. Richtet eure Waffen! Beim Bombardieren sind sie alle dabei, ne? 15.000 Menschen bei der letzten Demonstration von Pegida. Wir haben keine Angst vor dem Islamischen Staat. Das ist die Küchenwaage, mit der sie den TNT-Sprengstoff abgewogen haben. Kein heiliger Krieg. Danach kamen Zuschauer und Trainer von Mannschaft B auf den Platz gelaufen, umringten und bedrängten mich. Ohne die hätten wir nämlich keine Allianz Arena. Der Spieler hat mich dann halt niedergeschlagen. Offensiv. Offensiv ist wie Marken wie im Platz. Fußball brutal. Richtet eure Waffen. ACDC. Die Amerikaner. 15.000 Menschen bei der letzten Demonstration von Pegida. Wir sind Freunde der USA. Gezielte Mordanschläge. Auf Snow. Eliminated. Unser Held im Himbeerfeld. Jeden Tag das gleiche Muster. Ich finde das so geil, ihren süffisanten Blick. Und es macht mich stolz und dankbar. Dann hören alle auf den Chair. Ich habe fertig.
problème?